Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Kaum sind die Koalitionsverhandlungen beendet und der Koalitionsvertrag unterschrieben, geht es für uns Parlamentarier auch schon weiter. Denn die bayerische Verfassung gibt uns ein strammes Zeitkorsett vor. Spätestens 22 Tage nach der Landtagswahl muss sich der bayerische Landtag konstituiert haben. Montag war es soweit und so kamen erstmals alle gewählten Abgeordneten der 19. Wahlperiode im Plenarsaal des Maximilianeums zusammen. Alexander Holte, unser Kandidat für das Amt des zweiten Vize-Landtagspräsidenten, erzielte dabei ein äußerst starkes Ergebnis. 153 Abgeordnete stimmten für ihn. Das sind 31 mehr, als unsere Bayern-Koalition Stimmen hat. Herzlichen Glückwunsch, lieber Alexander, zu deinem großen Erfolg. Es zeigt, dass deine langjährige politische Erfahrung und deine menschliche und sachliche Art fraktionsübergreifend ankommt. Gleichzeitig bin ich froh, dass es der politischen Rechten im Landtag auch im 10. Anlauf nicht gelungen ist, einen Landtagsvizepräsidenten zu platzieren. Denn zu dessen Aufgaben gehört nicht nur die Leitung von Plenarsitzungen, sondern die Repräsentation des Landtags nach außen. Das sind Aufgaben, die von einer rechten Partei, die vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird, keinesfalls übernommen werden darf. Doch machen wir uns nichts vor. Die Feinde der Demokratie sitzen jetzt mit noch mehr Abgeordneten im Landtag. Deshalb gilt es, noch wachsamer zu sein. Am Dienstag haben wir dann Dr. Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Auch ihn gratuliere ich sehr herzlich zu seiner Wiederwahl. Zuvor hatte Herr Söder unsere Fraktionssitzung besucht und wir waren uns rasch einig. Die Bayern-Koalition geht mit sehr großem gegenseitigem Vertrauen in die neue Wahlperiode. Wir wollen schnellstens zurück in die politische Sacharbeit. Doch dazu bedarf es noch der Vereidigung des neuen Kabinetts und der Einsetzung der Landtagsausschüsse. Nächste Woche geht's weiter. Ich halte euch hier auf den Laufenden. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal einen besinnlichen Allerheiligen Tag. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.